So, meine Lieben, jetzt war es ja endlich soweit und Alissa konnte ihr Geburtstagsgeschenk einlösen. Ich habe Alissa ja die Konzertkarten zum Primordial-Konzert in Leipzig geschenkt. Über meine Lieblingsband haben wir ja nun des Öfteren schon berichtet. Deswegen geht es heute in der Folge ganz und gar um Primordial. Genau, wir werden euch das letzte Album vorstellen, wie das Konzert gewesen ist, wird euch Lea erzählen. Und wir haben eine ganz, ganz coole, tolle Box, auf die ich mich mega gefreut habe, denn ich musste qualvoll leiden und warten, bis ich sie auspacken darf. Aber heute ist es soweit. Los geht's. Ich kann auch sagen, das war für mich wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern an einem Tag. Ich habe mich mega, mega gefreut. Und konnte leider in den letzten Jahren, seit ich die Band kenne, noch kein einziges Konzert von denen besuchen. Das lag einfach daran, dass es zeitlich nie hingehauen hat. Aber diesmal war es soweit und wie es war, kannst du ja erzählen. Genau, diesmal habe ich das Ganze einfach in die Hand genommen und habe dir ja die Karten geschenkt. Ja, eine sehr gelungene Überraschung war das. Ja, gut, ne? Genau, aber kommen wir doch gleich dazu, wie das Konzert war. Das Konzert fand ja im Hellraiser in Leipzig statt. Das ist ein ja, relativ kleiner Club, aber ich muss sagen, ich mag das ja, wenn Konzerte in kleinen Clubs stattfinden, weil die Atmosphäre für mich viel cooler ist, als wenn man jetzt halt in einer großen Location ist, wo das Ganze so ein bisschen verloren geht. In so einem kleinen Club hat man so das Gefühl, man ist der Band viel näher. Das ist so alles auf Augenhöhe und ja, man ist einfach so mittendrin. Also die Location, muss ich sagen, fand ich ja schon mal sehr, sehr cool. Was mich leider ein bisschen enttäuscht hat, also die Stimme des Sängers ist ja mega. Also die ist so vielfältig und facettenreich in den Songs. Das fand ich, ging im Hellraiser leider ein bisschen unter. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das lag. Ob es jetzt wirklich an der Location lag, ob es an der Technik lag, die da vorhanden war. Oder ja, ob es vielleicht live ganz anders rüberkommt, das kann ich gar nicht so genau sagen. Wie fandest du das? Das konnte ich auch nicht so genau zuordnen, mal abgesehen davon, dass ich sowieso total, total aufgeregt war. Aber ja, mir ist es auch durchaus aufgefallen. Ich habe mich auch gefragt, woran es denn liegen konnte. Das hat aber meine Freude irgendwie gar nicht kaputt gemacht, sondern ich habe mir einfach die Songs gegeben. Was ich allerdings schade fand, die haben ein paar der neuen Stücke gespielt, aber leider nichts, beziehungsweise nicht die Songs, die ich total gerne mag. Das war so ein bisschen, aber das ist Meckern auf dem höchsten Niveau, muss ich sagen. Ansonsten fand ich es auch mega. Exile Amongst the Ruins ist das neueste Album von Primordial und ist Ende März erschienen. Und seitdem habe ich es mir diverse Male angehört. Ja, war das eine Beschwerde? Nein, überhaupt okay, nicht. Gut. Und ich habe mir ein paar Rezensionen dazu durchgelesen und war ein bisschen überrascht. Einerseits waren sie sehr gut, sehr positiv. Das Album wäre großartig, halt gewohnte Qualität, wie man es eben von Primordial auch erwartet. Und andererseits war so ein bisschen, naja, ist ja dasselbe alte Hut, ist ja nichts Neues und so weiter. Und dem musste ich ein bisschen widersprechen, weil ich finde, wenn man seinen Gewissenstier entwickelt hat, nach den vielen Jahren, die man als Band eben existiert, dann hat man nicht so viele Möglichkeiten, eine große Veränderung durchzumachen. Natürlich könnte man das, ja. Aber wenn man zum Beispiel Rammstein mag, und man weiß, Rammstein macht ja fast immer dasselbe, und dann möchte man nicht eines Tages ein Album kaufen und feststellen, hey, das hört sich ja fast nach Helene Fischer an. Das möchte man als Fan, glaube ich, so ziemlich gar nicht. Insofern finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn es keine großen Entwicklungen innerhalb der Alben gibt, sondern halt eben etappenweise, so kleinere Überraschungen, die versteckt sind. So ist es auch in diesem Album hier. Der Opener zum Beispiel ist durchaus schwarzmetallisch, also mehr als man es eigentlich von denen kennt. Wenn man es allerdings mit den ersten Alben vergleichen würde, im Rama zum Beispiel, könnte man aber erkennen, okay, die Jungs hatten es vorhin aber auch schon mehr in der Richtung gemacht. Was ich total gut finde, das Album fängt extrem energisch an mit Nail the Tongs oder To Hell or the Hangman.
Und zum Schluss wird es ruhiger, relaxter. Und das finde ich mega gut. Sorry, ich habe irgendwie gerade einen richtig trockenen Mund, das tut mir furchtbar leid. Auf jeden Fall sehr, sehr mitreißendes Album, sehr emotionales Album. Gerade so die letzten ruhigeren Stücke, wie Stolen Years zum Beispiel oder Light of the Gods. Es ist einfach, man schaltet es an und denkt sich so, wow, ich bin in einer komplett anderen Welt. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben, der Musik lauschen und diese Bilder, die man dann automatisch im Kopf hat, einfach nur genießen. Ja? Man hat einfach nur Gänsehaut, weil die Stimme des Sängers auch extrem überwältigend ist. Und ich finde, Alan Avril hat eine sehr, sehr facettenreiche Stimme, die wahnsinnig vielseitig und teils sehr energisch und teils auch irgendwie ein bisschen traurig klingt. Und ich finde, der kann es richtig gut rüberbringen. Und das mag ich auch so gerne an Primordial, eben diese Mischung aus Pagan Metal und dem Gesang. Insofern, ich würde dieses Album auf jeden Fall weiterempfehlen. Und jetzt wäre ich mal gespannt, was du davon hältst. Du musstest es dir ja so ein paar Mal anhören in letzter Zeit. Warte, lass mich kurz überlegen. Es lief zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, beim Schminken, beim Sport, als wir arbeiten waren. Gefühlte rund um die Uhr. Ja. Aber egal, das hat mich ja gar nicht so sehr gestört, dass es rund um die Uhr oder gefühlt rund um die Uhr lief. Ich mag die Band ja auch ganz gerne. Gut, zugegeben, es ist jetzt nicht meine Lieblingsband, aber es ist eine Band, die ich mir sehr gut so, ja, nebenbei anhören kann. Also bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe ja gesagt, es ist nicht meine Lieblingsband. Aber ich habe einen Lieblingssong und zwar ist das Exile Amongst the Ruins, schweres Wort, also jetzt habe ich es aber wirklich. Hast du getrunken? Ja, ich weiß auch heimlich. Sie hat heimlich getrunken, ohne mich. Wahnsinn. Ja, ja. Aber wie gesagt, also ich kann mir das Album auch sehr gut anhören. Ich wäre auf jeden Fall auch sehr gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr das Album überhaupt schon kennt oder ob ihr überhaupt Primordial kennt. Und falls ihr Bock habt, euch das anzuhören, dann könnt ihr das ja bei iTunes oder Spotify machen oder ihr könnt natürlich auch gerne das Album kaufen und mich dann einfach Bescheid wissen lassen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. So, und nun die Stunde der Wahrheit. Jetzt darf ich endlich diese Box auspacken und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich darüber freue. Ich weiß, wir hatten schon ein paar Videos in letzter Zeit, wo wir ein Unboxing gemacht haben, aber ich musste der lieben Lea versprechen, dass ich diese Box hier nur vor laufender Kamera auspacken darf. Und es ist mir echt nicht leicht gefallen. Jeden Tag, wenn ich dran vorbeigelaufen bin, dachte ich mir so, jetzt machst du sie einfach auf. Aber nein, ich bin ja kein Spielverderber und ich wollte euch daran auch teilhaben lassen. Insofern, jetzt ist es soweit, oh mein Gott. Genau, wir hatten die Box ja direkt beim Konzert gekauft. Beim Recherchieren später ist mir aufgefallen, dass es die Box nur beim Label selbst und bei EMP gibt. Also für alle, die daran Interesse haben und sich die Box auch holen wollt, recherchiert am besten selbst. Darf ich jetzt? Du darfst. Der große Moment der Wahrheit ist gekommen. Ja, ich sag doch, das ist wie Geburtstag und Weihnachten. Trommelwirbel. Auf jeden Fall ist sie schwer. Also man könnte Leute damit verletzen. Also das zeugt davon, dass viel Inhalt ist. So, das ist eine schon mal sehr schicke, schwarz glänzende Box. Oh ja, ich mag das Material, muss ich sagen. Ja. Das fässt sich echt gut an. Ist so ein bisschen wie Lack, ne? Mhm, genau. So, mach sie auf. Tada. So, was haben wir denn jetzt da drin? Okay. Das sieht ja nach Stoff aus. Ich bin ja gespannt. Rasche, rasche. Oh. Das ist cool. Das ist ein Turnbeutel. Aber aus Jute ist das geil. Das habe ich bisher auch so noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Zack. Ja, warte. Okay. Der ja, kommt cool, auf ist halt den mal was anderes. Stapel, ne? Das darf man anhimmeln, aber nie tragen.
auf jeden Fall echt ein cooler Beutel. Fühlt sich gut an, also richtig robust. Wir haben ein Zertifikat. Welche Nummer hast du denn? Die Nummer 192 von 1000. Okay, die ist auf 1000 Stück limitiert. Ist ja auch schön. Cool. Da freut sich das alles. Genau, da steht nochmal das metalblade.com drauf. Also falls ihr die Box auch gerne haben möchtet, dann findet ihr es bestimmt dort. Oder eben bei BMP. Oh, ein Artbook. Und da bin ich mal jetzt sehr gespannt. Das ist jetzt schon mal ein sehr schönes Format, ja, passend zu der Box eben. Ist auch ein Hardcover. Mag ich schon mal sehr. Naja, im Grunde sieht man schon mal ein paar Bilder. Sehr düster. Passend zur Band, würde ich sagen. Passend, ne? Zur Band. Oh, da ist Elm. Okay, das sind ein paar Lyrics, wie ich das gerade sehe. Ja, cool. So ein paar Eindrücke einfach nur. Wie man halt so ein typisches. Die Seiten Artbook sind auch dicker, macht. Ne? Die Seiten, stimmt, die Haptik ist halt echt schön, muss ich sagen. Das fühlt sich gut in der Hand an. Ja. Das ist eben kein Billigpapier, sondern schon ordentliche Qualität. Sehr cool. Jetzt so umgekehrt von oben hier sehe ich nicht so viel, aber das gucke ich mir dann in Ruhe nochmal an. Auf jeden Fall echt cool. Solltet ihr euch vielleicht auch mal dann in Ruhe angucken. Da ist eine kleine Überraschung versteckt. Aha. Eine Bonus-CD. Gut. Und ich nehme an, dass es eine Audio-CD ist. Ist aber die Bonus-CD. Finde ich aber cool, dass das da hinten in dieses Artbook oder ja, beziehungsweise das Book so eingelassen ist. Schön. Coole Sachen. So. Aber weiter geht's. Ist noch nicht vorbei. Nein. Wow. Das ist ja cool. Eine Gold Edition. Soweit ich weiß, gibt es die Boxen mit verschiedenen Farben der Schallplatten. Ich glaube, es gibt irgendwas in Grün und in Schwarz und wir haben die goldene Edition. Sehr schön. Tja, das ist ein Grund mehr für mich, das noch mehr anzuhören jeden Tag. Zum Frühstück, nach dem Frühstück, vor dem Duschen und nach dem Duschen und so weiter. Ich dachte, das ist jetzt ein Grund, das noch mehr anzuhimmeln. Ja, das auch. Sowieso. Warte mal, wie viele haben wir von denen jetzt? 3, 4? 5? Sind das 5? 1, 2, 3, 4, 5. Vor Aufregung nochmal nach. 5, genau. 5 goldene Schallplatten. Das kenne ich gar nicht. Bitte, ist kurz, dann muss ich mir selber nachgucken. Was guckst du gerade nach? Bonus. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist ja nämlich ein Bonus, das kenne ich so noch nicht. Ich habe mir, ehrlich gesagt, das Album bisher auf iTunes angehört. Und sofern ich das richtig gesehen habe, gab es da ist noch was drin. Da ist noch wahrscheinlich ein Plakat. Ja, mach's auf. Oder ein Liebesbrief, das wäre auch schön, aber nein. Ah, wovon träumst du denn bitte? Okay. Ich nehme das mal zur Seite. Dann hast du einen Schlaf. Vorsichtig. Am besten nicht anfassen, oder? Ja, nicht anatmen und nicht anfassen ist das geil. Ich liebe dieses Plakat, weil es einfach matt ist. Ich mag diese glänzenden Plakate überhaupt nicht. Ich mag mattes Papier. Das ist, das ist auch cool. Schönes Papier, nicht so. Das ist nicht so dünn, wie man das kennt von Poster. Genau. Ne? Das ist ein bisschen stärker auch. Das finde ich ja auch cool. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt dafür noch einen neuen Platz finden. Man fragt sich bloß wo, aber ich würde mich freuen, wenn dafür ein geeignetes Plätzchen in der Wohnung noch irgendwo frei wäre. Ich glaube, da finden wir einen Platz. Ja. Das war es auch schon. Die Box ist jetzt leer. Also wir haben 5. Das passt gar nicht ganz. Fünf Schallplatten drin.
Das schöne Plakat, ein Artbook, was ich echt geil finde und was ich mir auf jeden Fall nochmal durchschauen werde. Und wir haben ein Zertifikat und diesen coolen Beutel. Ich überlege fast, ob ich mir den irgendwie als Sportbeutel jetzt... Ich dachte, man darf den nicht benutzen, weil so geht ich kaputt. Ich bin hin und her gerissen. Ich mag den auf jeden Fall schon mal sehr. Auch wenn er nicht schwarz ist, aber es darf ja auch mal ein bisschen Farbe sein. Ne? Genau. Ja, das war schon die Box und ich freue mich mega immer noch. Ich mag das einfach sehr. Also ich muss jetzt sagen, ich finde ganz cool an der Box, dass es jetzt nicht, sag ich mal so, der typische Inhalt ist. Also man kennt es ja auch von Boxen, dass da irgendwie ein T-Shirt drin ist. Man hat die Vinyl oder die CDs, ein Poster und fertig oder Sticker. Ich finde es cool, dass die Jungs jetzt stattdessen zum Beispiel mal einen Beutel gemacht haben. Ich muss sagen, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das finde ich gut. Ja, also ich meine, die Jungs von The Other hatten ja als Besonderheit den Schal und jetzt Primordial den Beutel. Das finde ich echt cool. Ja, aber genug geschwaffelt. Wir wollen euch doch nicht langweilen. Ihr habt auf jeden Fall natürlich auch die Möglichkeit, eure eigene Box zu kaufen. Ich denke mal, bei 1000 Stück wird man vielleicht noch die eine oder andere ergattern. Wir verabschieden uns jetzt an der Stelle und wünschen euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mua. Tschüss!